Ein Trauma, was nie gab. Ich werde immer wieder mal gefragt, auch klar wird, dass Kommentare oder Zuschauerfragen mal dazu gab, ob Hypnose und Hypnosetherapie schädlich sei oder wie verhält sich denn das, wenn man komplexe PTBS als Diagnose hat? Ist das gefährlich oder sollte man das eher lassen? Ich bin Gabriela, ich bin Trauma- und Körperpsychotherapeutin und begleite Menschen mit Entwicklungstrauma und Kindheitstrauma und ich freue mich jetzt auf dich. Hast du dich jemals gefragt, was in deinem Unterbewusstsein verborgen ist? Was, wenn ich dir sage, dass es eine Methode gibt, die dir helfen kann, die tiefsten Ängste und Traumata zu akzeptieren und zu heilen? Hypnose. Sie klingt mystisch, fast magisch, aber sie ist weit mehr als das. Oder doch ist sie sogar gefährlich? Hypnose ist ein faszinierendes und oft missverstandenes Thema, das sowohl in der therapeutischen Praxis als auch in der Popkultur eine Vielzahl von Assoziationen hervorruft. Grundsätzlich handelt es sich bei Hypnose um einen veränderten Bewusstseinszustand, der durch eine erhöhte Suggestibilität, also Beeinflussbarkeit und eine tiefere Entspannung gekennzeichnet ist. Dabei treten oft ähnliche Zustände wie im Schlaf auf, jedoch bleibt der Hypnotisierte in der Regel ansprechbar und behält die Kontrolle über sich selbst. Ein gängiger Mythos ist, dass jemand in Hypnose willenlos wird oder gegen seinen eigenen Willen gehandelt werden kann. Tatsächlich ist Hypnose ein kooperativer Prozess, der auf Vertrauen und Zustimmung basiert. Viele glauben, dass Achtsamkeit mit Hypnose oder geführter Meditation gleichzusetzen wäre. Bei der Praxis der Achtsamkeit besteht das Ziel in einer Veränderung der Beziehung zu Erfahrung selbst, während bei Hypnose eine Veränderung der Erfahrung angestrebt wird. In der therapeutischen Hypnose werden verschiedene Ansätze verfolgt, um Heilungsprozesse zu unterstützen, indem beispielsweise unterdrückte Erinnerungen oder Emotionen an die Oberfläche geholt werden. Studien zeigen, dass Hypnose effektiv zur Linderung von Angstzuständen, Schmerzen und sogar zur Behandlung von Traumafolgeerkrankungen eingesetzt werden kann. Hypnose im Allgemeinen kann dazu beitragen, negative Denkmuster zu verändern oder tiefer liegende emotionale Blockaden zu lösen. Hypnose kann sogar das Leben von Krebspatienten verlängern, während sie gleichzeitig bei Angststörungen, Alkoholabhängigkeit und Essstörungen unterstützend wirkt. Es existieren auch kombinierte Therapiemethoden bei Traumabehandlung. Nicht selten kombiniert man Hypnosetherapie mit anderen Therapieformen, wie von Luise Rittemann entwickelte Imaginationsform, also eine Art von traumasensitive Induktion, oder die EMDR-Methode in der Therapie psychosomatischen Belastungssyndromen. Dass die Hypnosebehandlung auch bei solchen Störungen besonders effizient und sinnvoll ist, lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass posttraumatische Belastungsstörungen häufig im Zusammenhang mit dissoziativen Momenten auftreten. Genau diese durch das Psychotrauma entwickelte, erhöhte Dissoziationsfähigkeit von Betroffenen kann dann auch in der Hypnose im positiven Sinne genutzt werden. Durch das Erfahren von willentlichen, suggerierten Dissoziationen, wie sie in der Hypnose auftreten können, und unwillkürlichen Dissoziationen ermöglicht es dem Patienten zunehmend, Einfluss auf die Störung zu nehmen. Das Ziel einer Hypnosebehandlung bei Traumatisierten ist insgesamt eine Verarbeitung und Integration der traumatischen Belastung und dadurch eine Rekompensation. Ganz klare Grenzen zu sehen sind jedoch bei sehr frühen und langanhaltenden Traumatisierungen, die dann Persönlichkeitsveränderungen und Störungen mit sich bringen, damit also auch bei komplexer posttraumatischen Belastungsstörung durch Entwicklungstraumata. Die sogenannte Hypnokatharsis-Technik, entwickelt von Sigmund Freud und Josef Breuer,
ist bis heute ein bedeutendes Werkzeug in der Psychotherapie. Eine ihrer bekanntesten Patientinnen litt unter lähmenden Symptomen und inneren Konflikten. Diese Symptome verschwanden, als sie einen Weg durch die Hypnose fand, die unterdrückten Gedanken und Impulse wieder zuzulassen. Durch das Erleben und Ausdrücken ihrer verdrängten Gefühle konnte sie die seelischen Blockaden auflösen. Dieser transformative Prozess führte dazu, dass ihre Beschwerden endgültig verschwanden. Diese Technik erfordert ein besonders sensibles Vorgehen und umfassende psychotherapeutische Erfahrung, auch mit Trauma-Hintergrund. Sie ist nicht für jeden geeignet und kann bei manchen Patienten zu intensiven emotionalen Reaktionen führen, die den Therapeuten überfordern könnten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Freud diese Methode zugunsten einer analytischen Herangehensweise aufgegeben hat, die darauf abzielt, vergangene Erlebnisse bewusst zu verarbeiten, statt sie nur emotional abzureagieren. Dennoch bietet die Hypnose die Möglichkeit, die Erinnerungsfähigkeit der Betroffenen zu verstärken und neue, wertvolle Erinnerungen für eine Therapie zu gewinnen. Bevor wir auf mögliche Gefahren tiefer eingehen, möchte ich dir beleuchten, was eigentlich bei Hypnose im Gehirn passiert. Der Zustand während Hypnose ist mit einer Reihe psychologischer Auffälligkeiten verbunden, wie charakteristischen Augenbewegungen, sinkende Herzfrequenz oder unwillkürlichen Muskelbewegungen. Zudem wirkt sich Hypnose zweifellos auf die Hirnaktivität aus. Allgemeingültige Aussagen sind allerdings schwierig. Denn welche Hirnbereiche wie aktiviert werden, hängt unter anderem von den verwendeten Suggestionen und den abgerufenen Erinnerungen ab. Offenbar kann sich in Trance die Zusammenarbeit, die funktionelle Konnektivität bestimmter Hirnregionen verändern. Das gilt etwa für die Verbindung zwischen zwei Bereichen des Cortex. Bei dem einen spielt die emotionale Bewertung eine wichtige Rolle, währenddessen bei dem anderen essentiell für planvolles Handeln, dort Entscheidungen gefällt werden. Zudem vermag Hypnose offenbar, die Angstschaltkreise im Gehirn zu regulieren. Nicht zuletzt beobachtete ein Team in Frankreich an der Uni in Montreal, dass sich der Trancezustand auf Hirnareale auswirken kann, die normalerweise das Gefühl vermitteln, der Urheber eigenen Handelns zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass der Patient unter Hypnose die Kontrolle abgibt, sondern erklärt lediglich, warum es gelegentlich zu der Wahrnehmung kommt, dass etwas ohne eigenes Zutun geschieht. Übrigens, genau das gleiche Team in Montreal entwickelte auf Basis der Hypnose nach Erikson ein vereinfachtes, auf 15 Minuten verkürztes Verfahren. Therapeutisch Ausgebildete können die Technik sehr schnell erlernen. Zudem, sie setzt auf eine aktive Rolle des Patienten während der Trance-Induktion, Ressourcenstärkung und Symptomlinderung. Der bekannte Rückgriff auf ein wohlwollendes Unbewusstes unterbleibt. Ebenso entfällt die Aufforderung, den Inhalt der Sitzung zu vergessen. Da die neue Methode zudem keine dissoziativen Zustände einleitet, eignet sie sich auch für psychotische Patienten bzw. natürlich für komplex Traumatisierte mit Dissoziationsbereitschaft. Und nun, welche konkrete Gefahren lauern in einer Hypnosesitzung bei Betroffenen von Entwicklungstrauma? Grundsätzlich ist ein neurobiologisches Verständnis und Einfühlsamkeit für den Patienten und ein behutsames Vorgehen unerlässlich, besonders im Hinblick auf die Altersregression, die als das risikoreichste Hypnosephänomen gilt, müssen die möglichen Gefahren wie das unbeabsichtigte Wiedererleben eines Traumas ernst genommen werden. Altersregression oder Altersrückversetzung, ein hypnotisches Phänomen, wonach hypnotisierte Personen bei Erinnerungen an weit zurückliegende Ereignisse, also eigentlich meist in der Kindheit, oft dem Ereignis altersadäquat empfinden und sich auch so
also kindlich, verhalten. Obwohl neue Einsichten gewonnen werden können, ist es entscheidend, diese Risiken, eine Retraumatisierung durch diese Methode zu berücksichtigen. Zudem können zusätzliche Phänomene wie Immobilisation oder Levitation auftreten, die ebenfalls vor Vorsicht betrachtet werden sollten. Immobilisation ist ein Zustand im Nervensystem und auch als Traumareaktion bekannt, in dem der Betroffene sich wie gelähmt fühlt und unfähig ist, auf externe Reize zu reagieren. In der Hypnose kann dieser Zustand manchmal verstärkt werden, was besonders dann problematisch ist, wenn das ursprüngliche Trauma in einem Zustand von Immobilisation erlebt wurde. Es ist wichtig, dass du während der Hypnotherapie sicher und stabil fühlst. Deshalb sollte sie immer unter der Anleitung eines gut ausgebildeten und erfahrenen Therapeuten oder Arzt durchgeführt werden, der mit den speziellen Bedürfnissen und Herausforderungen von traumatisierten Personen vertraut ist. Levitation hingegen bezieht sich auf das Gefühl, als ob sich ein Körperteil, oft Arme oder Beine, von selbst zu bewegen scheint. Dieses Phänomen kann während der Hypnose auftreten und ist in der Regel harmlos, kann aber manchmal beunruhigend wirken, wenn es unerwartet kommt. Daher ist es wichtig, dass du offen mit deinem Therapeuten über alle Empfindungen und Erfahrungen sprichst, die während der Sitzung auftreten. Zumal diese Art von Empfindungen sind auch typisch für gewisse Zustände der Depersonalisation oder Derealisation oder intrusive Empfindungen. Eine weitere wichtige Sache, die du beachten solltest, ist das Risiko von False Memory oder falschen Erinnerungen. Während der Hypnose besteht die Möglichkeit, dass dein Unterbewusstsein in dem Bestreben, bestimmte Fragen oder Anregungen zu beantworten, neue Erinnerungen kreiert, die nicht auf realen Ereignissen basieren. Diese falschen Erinnerungen können sich besonders leicht bei Menschen mit komplexen Traumata, KPTBS, manifestieren, da ihr Gedächtnis bereits durch das Trauma beeinträchtigt ist. Daher ist es essentiell, dass Hypnose in einem sicheren Rahmen stattfindet, der Raum für Nachbesprechungen und Reflexion bietet. Und jetzt das Fazit aus meiner Sicht. Hypnotherapie kann eine kraftvolle Methode sein, um tiefsitzende emotionale Verletzungen zu heilen, aber sie ist nicht für jeden geeignet. Menschen mit bestimmten psychischen Vorerkrankungen wie Schizophrenie oder schweren Persönlichkeitsstörungen wie zum Beispiel dissoziative Identitätsstörung sollten diese Methode meiden. Auch bei KPTBS und Entwicklungstraumata ist besondere Vorsicht geboten. Hypnose kann intensive emotionale Reaktionen hervorrufen und es ist wichtig, dass du einen Therapeuten hast, der dich durch diese Prozesse begleitet und dich unterstützt, ohne dich zu überfordern. Die Folgen von Hypnotherapie können tiefgreifend sein und reichen von einem gesteigerten Selbstbewusstsein und einer besseren emotionalen Regulierung bis zu einer verbesserten Lebensqualität. Doch ebenso können unangenehme Gefühle oder Erinnerungen an die Oberfläche kommen, die du vielleicht lange unterdrückt hast. Es ist wichtig, dass du dich auf die Möglichkeit solcher Erlebnisse vorbereitest und einen sicheren Raum hast, um sie zu verarbeiten. Ein qualifizierter Therapeut wird darauf achten, dass du nach jeder Sitzung ausreichend Zeit hast, um das Erlebte zu integrieren und dich zu erden. Er wird Techniken anwenden, die dir helfen, dich wieder im Hier und Jetzt zu verankern, damit du nicht in den Erinnerungen und Emotionen gefangen bleibst, die während der Hypnosesitzung aufgetaucht sind. Wenn du überlegst, Hypnotherapie auszuprobieren, solltest du dir im Klaren darüber sein, dass es sich um einen Prozess handelt, der Geduld und Engagement erfordert. Es ist kein schneller Fix, sondern eine Reise, der womögliche Selbstentdeckung und Heilung. Und nun vier wichtige Fragen für dich, die du vor einer Hypnosebehandlung als Betroffener von Entwicklungstrauma, Kindheitstrauma stellen solltest. Vor so einer Behandlung ist es unglaublich entscheidend, umfassend informiert zu sein, insbesondere mit KPTBS. Eine der ersten Fragen, die du klären solltest, ist: Hat der Hypnotiseur
Erfahrung mit traumatischen Erfahrungen. Stelle dir sicher, dass dein Behandler mit den spezifischen Herausforderungen von KPTBS vertraut ist und geeignete Techniken zur Verfügung hat. Eine weitere wichtige Frage könnte lauten: Wie wird die Hypnose auf mein spezielles Trauma abgestimmt? Denn es ist sehr hilfreich, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Hypnotiseur die Sitzung individuell anpassen wird, auf deine Symptome und Bedürfnisse einzugehen. Außerdem solltest du dich erkundigen, welche Sicherheitsvorkehrungen sind während der Sitzung vorgesehen. Ein erfahrener Hypnotiseur sollte dir klare Informationen darüber geben, wie er vorgeht, um sicherzustellen, dass du während des Prozesses emotional geschützt bist. Zuletzt könnte die Frage, welche Nachsorge wird nach der Hypnose angeboten, von Bedeutung sein. Es ist wichtig, dass du nach der Sitzung Raum zur Reflexion und zum Austausch haben kannst, um mögliche emotionale Reaktionen zu besprechen und sich bei Bedarf Unterstützung zu holen. Diese Fragen werden dir helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen und Vertrauen in den Prozess zu gewinnen, was absolut entscheidend für eine erfolgreiche Hypnosebehandlung ist. Und abschließend lade ich dich dazu ein, dass du daran denkst, dass Hypnotherapie nur ein Baustein in deinem Traumaheilungsprozess sein kann. Sie kann mit anderen Therapieformen kombiniert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Und das ist auch nicht für jedermann. Sei stets offen, wenn du magst, und ehrlich mit deinem Therapeuten über deine Gefühle und Gedanken, aber auch mit dir selbst. Damit letztendlich die Kraft, die in dir liegt, zur Veränderung eingesetzt werden kann. Ja, Hypnosetherapie und Hypnose bei Komplextraumatisierten. Ich glaube, du hast jetzt ganz tiefe Einblicke gewinnen können und bin auf deine Erfahrungen vor allem ganz, ganz gespannt. Denn ich habe ja schon von ein paar Klienten Erfahrungen mitbekommen, genauso wie bezogen auf EMDR bei Komplextrauma. Und ich glaube, dass auch die Community ganz viel daraus lernen kann. Deshalb freue ich mich sehr auf deine Kommentare und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Liebe, Gabriela. 'Cause it feels like home.